The psychiatrists then took the eugenics movement a giant step further when the sterilization turned to murder. And the first to be killed were children. The killing of institutionalized children occurred in German asylums in secret, most notably with the campaigns of psychiatrist Hermann Fanmüller at the Egelfing Haar Hospital near Munich, where he quietly starved hundreds of children. A clandestine government program set up a network of 30 more psychiatric killing centers that would destroy its young, innocent victims with injections of morphine and gassing with cyanide and chemical warfare agents. Also die Kinderfachabteilung in Brandenburg-Görden unter Leitung des Kinderpsychiaters Hans Heinze hatte eine ganz hervorgehobene Stellung innerhalb des Euthanasieprogramms, weil es zum einen sogenannte Reichsschulstation war. Das heißt, Ärzte, die für andere Kinderfachabteilungen vorgesehen waren, bekamen dort eine Kurzausbildung. Zum anderen war Brandenburg-Görden Sitz einer der beiden Forschungsabteilungen des Euthanasieapparates. Und insofern war es nicht nur Kinderfachabteilung, sondern auch Forschungsabteilung. In Wien und auch bei uns in Innsbruck erst vergangenes Monat ist zutage gekommen, dass Kinder in psychischen Anstalten eben zu Versuchszwecken hergenommen wurden. In Wien zum Beispiel für zum Testen, wie die Malaria sich auswirkt. 10-jährige Kinder ist durch die Medien gegangen. Und in Innsbruck eben wurden auch die Kinder ruhig gestellt, zum Beispiel mit Elektroschocks und eben verschiedene andere Sachen. And after murdering these children, workers at these centers frequently removed their brains and sent them to psychiatrists who wanted to use them for research. But German psychiatrists were not done yet. Deswegen drängten die Psychiater im Umfeld Hitlers darauf, dass die Euthanasie ausgeweitet wurde auf Erwachsene, und zwar auf Erwachsene in Heil- und Pflegeanstalten. Die Rolle der Ärzte war eine ganz überragende in diesem Programm. At psychiatrists' urging, Hitler would issue a secret decree allowing psychiatric euthanasia, or mercy killings, of feeble-minded people of all ages. Grundlage für das Euthanasieprogramm war der sogenannte Gnadentoderlass Adolf Hitlers, der ja datiert ist auf den 1. September 1939. Kein Datum von ungefähr, es ist der offizielle Beginn des Zweiten Weltkrieges. Auch mit der Idee vielleicht im Hintergrund nicht nur den Krieg nach außen, sondern auch den Krieg innerhalb des deutschen Volkskörpers, ja, gegen die Schwachen innerhalb des deutschen Volkskörpers führen zu können. To carry out Hitler's decree, psychiatrists set up an ultra-secret killing machine called Operation T4, after the street address of their Berlin headquarters on Tiergartenstrasse 4. Die Aktion T4 ist ein Kürzel, hinter dem sich die Ermordung von etwa 70.000 Psychiatriepatientinnen und Patienten aus den Heil- und Pflegeanstalten des Deutschen Reiches verbirgt. Sie fand statt zwischen 1940 und 1941. Sie war die logische Verlängerung und Fortsetzung der Kindereuthanasie. T4 psychiatrists under Werner Haider, a captain in the Nazi Death's Head unit and psychiatric expert for the Gestapo, were handsomely paid to make life and death decisions. A blue minus sign for life and a red cross for death, based only on patient questionnaires sent in from mental institutions across the country. Es waren Psychiater, die sozusagen auch aufgrund der Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, welche Personen denn jetzt tatsächlich der Euthanasieaktion zugeführt werden sollen und welche nicht. Nicht davon gesprochen, dass sie in den wenigsten Fällen diese Personen selbst gesehen haben, sondern wirklich alleine aufgrund dieser Angaben auf den Meldebögen entschieden haben, wer jetzt der Aktion zugeführt werden sollte und wer nicht. 50 ausgewählte Gutachter, darunter damals namhafte Psychiater, werteten die von den Psychiatern der Kliniken außen zurückgeschickten Meldebögen aus, selektierten und entschieden über Leben und Tod. Unter diesen Gutachtern waren auch Werner Villinger, Friedrich Mautz und Friedrich Panser.
In der Nachkriegszeit 3 Präsidenten unserer Fachgesellschaft in der Nachkriegszeit. In order to facilitate the murders, 6 psychiatric institutions were converted into official killing centers, where victims would be taken from mental hospitals all over Germany. To avoid detection, those designated for death were whisked away from their asylums in the early hours of the morning, under cover of darkness. Grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. Hadamar ist vielleicht eine der bekanntesten. Dort wurde zum ersten Mal erprobt, wie mit unter Einsatz von Giftspritzen als Medikamente, getarnte Giftspritzen, in kleinerer Zahl zunächst und dann auch in größerer Zahl getötet wurde. Also Schloss Hattem war eine der 6 Euthanasieanstalten des Deutschen Reiches. Im Zeitraum zwischen 1940 und 1944 sind hier 30.000 Menschen ermordet worden. Es war auch hier in Schloss Hartheim quasi ein alltäglicher Betrieb, wenn man das so sagen kann, wo auch gemeinsam die Mahlzeiten eingenommen worden sind, wo sozusagen dieser Arbeitsrhythmus, dieser Tagesrhythmus vorgegeben war. Und all diese Personen haben hier ihren Beitrag geliefert, um das überhaupt durchführen zu können. For psychiatrists, the killing was lucrative. A hospital could murder a patient and continue to bill families using post-dated death certificates. Other money was obtained through selling the gold of the dead victim's teeth. The killing became so depraved that at the Hadamar Extermination Center, a celebration was held for the cremation of its 10,000th patient. In total, 70,273 people deemed life unworthy of living were slaughtered in institutions such as Hadamar, Hartheim and Brandenburg. Until August 1941, when mounting public outrage forced the Nazi government to order a stop to the T4 program. Murder was, after all, still technically against the law. But what is not well known is that in spite of Hitler's order to stop, psychiatrists continued their murder spree, killing another 230,000 mental patients on their own and behind closed doors. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. And the body count of murdered mentally ill could well be higher, as psychiatrists both before, during and after the Nazi era routinely withheld food and nutrition from their patients to get them to die quietly and without suspicion. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht, das ist alles der Nazi-Zeit vorausgegangen. But the killing of those that psychiatrists deemed inferior had only just begun. In fact, when Hitler decided to move the killing into the concentration camps to eliminate the sick, elderly and those deemed unfit for work, he called upon top German psychiatrists. Likewise for the program Murdering the Jews. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist
ist eine wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die deren Häuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. All told, between 11 and 17 million people were murdered during the Holocaust, all judged eugenically inferior and marked for death. And psychiatrists designed the entire machinery. Not only that, the killing continued in the institutions where mental patients were starved to death during the 3 years after World War II. In fact, the mortality rates at the hospitals after the war skyrocketed, with one psychiatrist putting the death toll at 20,000. Some apologists claim that psychiatrists at the time were coerced into participating in the killing programs by the Nazi regime, that they couldn't refuse under penalty of prison or death. But the evidence shows that the few psychiatrists who declined to participate were never punished. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, Ärztedirektor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist, wie einige andere auch, aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. Other apologists say that the euthanasia program was driven by a few rogue psychiatrists. But the fact is, the program was developed and instituted with the full cooperation and support of Germany's most influential psychiatrists. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes.